herzlich willkommen an diesem fantastischen Tag mit meinen vier Lieblingsbohnen. Donny ist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Almost Play. Es ist geil, dass du bist. Alter, Almost Play, Alter. Lisa ist am Start. Hi. Florentin ist am Start. Und ich bin auch wieder dabei. Und wir spielen seit langer Zeit wieder ein klassisches. Ein absoluter Klassiker. Time Classic. Keine verrückten Sachen. Wir machen Montagsmaler. Warte mal ab. Jetzt zweier Teams. Das ist ja wie mit dem Zweier-Team. Jetzt mal auf. Warte doch mal kurz. Jeder kennt Montagsmaler. Go, go. Und dann, für die Leute, die Montagsmaler noch nicht kennen. Hier ein Recap. Oder? Haben wir jetzt, die kleine Mats. Haben wir jetzt eine Erklärmatz hier vorbereitet. Hier ist Frank Elstner. Nein. Ey, ich habe mir das aber ohne Scheiß jetzt, gerade vorgestern, und ohne dass ich wusste, dass, bevor du mich gefragt hast, mitzumachen, habe ich wirklich, und das ist wirklich kein Witz, habe ich mir abends privat selber freiwillig alte Almost Play, Montagsmaler Best-Offs angeschaut. Wirklich, ich habe richtig beömmelt. Die mit Trant und so, also nicht nur Familienoberhautvogel, sondern ganz richtig geile Sachen mit Ben und so. Das fand ich sehr gut. Legst du die Messlatte sehr hoch. Genau. Das Ziel für heute muss natürlich sein, mindestens ein neues T-Shirt-Motiv. Mindestens zu entwerfen. Ja. Und wir losen jetzt mal die Teams aus. Ja, wir spielen 2 gegen 2. Das wir wissen noch nicht, welche Teams. Das Teams-Auswahl ist bei Flo und Team, da ist ja Rain Man. Das muss einfach gemacht werden, das ist einfach Bürokratie. Okay. So, wir gucken mal, welche Teams. Bin sehr gespannt. Flonny Power ist natürlich schon aktiv. Wäre gut, wenn wir die jetzt schon starten können. Ich habe auch 2. Ich habe 1. Ich habe auch 1. Lisa. Alles ich klar. Komm klar. Team Minimeter oder was? Alles klar. Team Gehirn. Gut, also immer abwechselnd, einer malt, der andere rät. Die gegnerische Mannschaft, darf die auch raten? Und nein. Darf die Punkte klauen? Nein, die macht gar nichts. Die macht gar nichts. Die macht nichts. Nein. Gut, okay. Und man hat wie viel Zeit pro Begriff? 2 Minuten. Also insgesamt 2 Minuten. Da kannst du natürlich so viele Begriffe dann versuchen, wie du es schaffst. Okay, Moment. Darfst du ihn wegwerfen? Wenn du ihn liest, sagst, schaffe ich nicht, darfst du wegwerfen. Ja. Genau. Ohne, dass es einen Minuspunkt oder sowas gibt? Du darfst einfach Begriffe wegwerfen. Das ist nämlich eine gute Frage, weil ich glaube, es gab Varianten, wo das einen Minuspunkt gibt. Weil du könntest ja theoretisch dann einfach dir nur das Geile raussuchen und dann haben wir irgendwann. Du verlierst halt Zeit, ne? Die Frage ist, ob es das wert ist. Könnte man richtig lame so. 59, alles klar, das ist Papa, alles klar, einfach, wir haben gewonnen, ihr habt keine Zettel mehr. Ich würde sagen, man darf keine Begriffe wegwerfen. Weil schwierige Begriffe sind ja gerade der Gag. Ich habe eine Idee. Stehst du da 2 Minuten? Nein, ich habe das ist das Spiel. Nein, wenn ich habe jedes Team hat 3 Wegwerfer. Ja, das ist super komplex. Das ist schwierig. Wieso? Ohne Wegwerfer. Dann lass uns ohne. Einfach nicht wegwerfen. Ja, gerade die schweren Begriffe sind ja das Interessante, wenn du nicht weißt, wie du es machen alles wird. Alles gut. Also gar nicht wegwerfen. Auch ich würde sagen, gar nicht wegwerfen. Inwiefern darf man, das habe ich mich eben auch gefragt, als ich es neulich geguckt habe, ist ein bisschen eine Grauzone, habe ich das Gefühl, von wegen, wie viel darf man sagen? Weil die haben teilweise auch echt so Ja und Nein. Was darf man denn sagen? Ja und Nein? Ich würde sagen, man darf nichts sagen. Nichts. Aber man darf gestikulieren, wie man will. Aber man darf keine Pantomime machen. Genau. Also darfst es nicht irgendwie sowas machen. Also darf man nicht mal, wir haben ja hier das Beispiel schon an der Tafel aus unserer Proberunde. Als ich den ersten Begriff richtig erraten habe. Was soll das denn sein? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Tja, das ist die Frage. Und was ist mit diesem Plus? Ist das zulässig? Genau, also ich würde sagen, bei einem zusammengesetzten Wort wie Tischtennis oder darf man schreiben 1, 2. Und dann Tisch und Tennis separat erklären. Und darf man dann, wenn der erste Begriff richtig ist, einmal so sagen, ja, richtig? Oder ist das auch schon zu viel? Man darf es Geste. Ach komm, man darf schon so lassen bleiben. Oder sagen wir was anderes. Hä, das ist doch geil. Das ist doch geil, man muss trotzdem einfach so Sachen definieren. Weil sonst hat man wirklich Ewigkeiten immer wieder Diskussionen, anstatt einmal am Anfang das zu klären. Ich finde auf jeden Fall, man darf so machen und so nicken. Und wir machen mit dem Plus, was soll der Scheiß? Natürlich kann man Plus machen, das ist doch total geil. Okay. Also aber darf man jetzt zum Beispiel bei einem dreiteiligen Begriff, darf man sagen 1, 2, 3, also hinschreiben 1, 2, 3 und dann die 3 machen? Ja, kannst du machen. Ja, kannst du machen. Habe ich kein Veto. So, wie heißt der Begriff hier? Keine Ahnung. Montagsmaler. Wegen sie. Hast du das? Ja. Oh, die werden so verlieren. Ey, aber weil Montag. Der ist verkauft. Der ist ja. Florentin ist ja hier Rain Man. Der, ich hab der ist ja lange gekauft. Aber Montag, mal Montag. Ja, ist schwierig. Montag aber ist das super sieht schwer aus wie zu malen. Wie ein Besen von der Hexe. Ja, das sieht der aus Pinsel wie war nicht 7 ideal. Eiswürfel. Also ja, okay. Kalter Besen. Ja, wäre auch richtig gewesen. Das stimmt schon. Es gab 2 Lösungen. Fabi, da hat er völlig recht. Fabi, du musst bei mir einfach ein bisschen out of the box denken. Einfach wirklich ein bisschen out of the box. Das wird mega schwer mit dem. Der ist so kompliziert. Ich denke, du warst so mega verschachtelt. So, wer fängt an? Wer ist euer Team? Uns Team Minimetro. Lisa und Donny. The Brain. Ah, okay, alles klar. Nee, es war mir nicht klar. Lonny? Also, Lisa. Wer die 1 zieht, darf anfangen. Ich mag diese Zettel. So gut, wie du die wiederverwendest. Okay, die 1. Ich habe auch die 1. Okay, das hat nicht funktioniert. Wow! Okay, also, wir fangen an. Mann, ich hatte auch die 1. Ladies first, du entscheidest. Stopp, ich hatte auch die 1. Willst du zuerst mal? Okay. Sollen wir auf eine Seite gehen eigentlich? Team? Ja, glaube ich, wäre besser. Ja? Okay.
Das ist klar. Okay. Oh Gott, das ist wieder dieses Rumgerödel. Hä, hey, ist doch geil. Aber jetzt natürlich, ich mal ja mit rechts. Ist irgendjemand Linkshänder von uns? Nee, ne? Du malst mit rechts? Ja. Aber wäre geil, wenn die Linkshänder hätten. Komm, keine Chance. Oder nein, du stellst dich einfach so rechts. Lisa ist gut, Lisa ist klug, aber ich glaube, Donny zieht sie runter. Du stellst dich einfach so, guck mal, links einfach daneben, würde ich sagen. Und dann malst dann du, genau, und dann kann, okay. Genau, das ist doch eigentlich okay, passt, also das hier zählt jetzt nicht mehr? Oh, der Stift geht gar nicht. Eine ist Krankheit. So, okay. Okay, und wer guckt auf die Zeit? Ganz kurz. 2 Minuten. Könnte sein, dass wir gleich nochmal einen neuen Stift brauchen. Vielleicht könnt ihr das in der Regie ja schon mal anhalten. Aber seid ihr sicher, dass das andere Team nicht. Aber gut. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Wir gewinnen auf jeden Fall. Also, machen wir gar keine Sorgen. Jo, ich bin gespannt. Okay. Also, 2 Minuten pro Team und es startet. Jetzt! Na, ich glaube. Ja, die ist Ruhe, schon eine Wunde. Katze, Maus. Wie Ruhe. Brücke, Telefon? Telefonzelle? Ja. Ach, scheiße. Okay, okay. Und achte darauf, dass ich es sehen kann. Du hast, wenn ah du ja, malst. Okay. Genau. Schon schlecht. Ich Arm, Hand, Mensch, Achsel, Achselschweiß? Das ist nicht dein fucking Ernst. Okay. Scheiße. Fisch, Meer, Fisch, Tank, Fischstäbchen. Ja. What? Scheiße. Ich glaube, ich habe noch nie bei irgendwas Play verloren. Kani, wir schaffen das. Fisch, ja. Bombe, Bonbon, mhm. Bonbon-Schachtel, Bonbon-Katze, süße Katze, Süßigkeitenkatze, Bonbon Miau, Alien Bonbon, Mund, Süßzahn, was? Ja, das ist, Anfang ist immer gut. So. Bonbon. Ja, das ist immer die Euphorie am Anfang. Du hast bei Bonbon ja gesagt, deswegen glaube ich, dass es jetzt Bonbon heißt. Da holt man Süßigkeiten, dann immer die Punkte, ne? Naschen. Da fallen einem dann die Naschzahn. Da fallen einem dann die offensichtlichsten Mittel nicht ein. Ja. Naschkatze. Ja. Das ist Naschkatze bei dir. Ja, und so ein Alien, der sich einen Bonbon in die Nase steckt. Okay. Aber gut. Naschkatze, okay, nice. Ja, wir sind jetzt schon meilenweit vorne. Ganz, ganz ruhig machen. Wer fängt an von uns? Du. Weiß nicht, ob das so klug Tisch, ist. Tisch, Stuhl, Sessel. Kann ich. Strauß. Stopp. Stopp. Kamel. Stopp. Das war Kamelhöcker. Okay. Nee, es war Camel Toe. Ich weiß nicht, was das ist. Das. Oh. Okay, dann kannst du mal googeln. Also, ist das jetzt mega peinlich? Ich weiß es aber auch nicht. Wirklich nicht? Nein. Ja, einfach mal eine schöne Google-Session heute Abend. Nehmt euch mal Zeit. Camel Toe nennt man landläufig. Und also wenn man kein Gentleman ist, nennt man Camel Toe bei der Frau, wenn sie eine sehr enge Hose anhat zum Beispiel. Unten, wenn sich das abzeichnet, sozusagen das Geschlechtsteil der Frau. Ah, okay. Ah. Weil das eine Ähnlichkeit hat mit dem... Mit den Zehen eines Kamels, so. Vom Aussehen her. Deswegen nennt man das okay. Camel Toe. Aber bei Shopping Queen nennen die das immer. Und das war die unangenehmste Erklärung, die ich jemals abliefern musste in meinem ganzen Leben. Dass sie alle nicht Camel Toe, du kannst Camel Toe. Ja, klar. Gut, okay, dann. Aber der kam zu schnell, die auf 4. 4 Punkte. 4 Punkte, ja. Sehr stark. Hammergeil, Mann. Du hast richtig geil gemacht. Ja, Lisa ist super. Das ist das. Okay. Ich hoffe, Donny gleicht das wieder aus ein bisschen. Aber. Ey. Jetzt komm schon! Power jetzt, Mann! Mini-Metro-Power! Komm schon, 2 U-Bahner! Ey, wir haben eine fucking Stammstrecke zwischen uns, okay? Ja, alles klar. Los geht's. Ja. Von Stammhirn zu Stammhirn. Seid ihr ready? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, los geht's. Erster Begriff. Oh, das ist sehr dünn gedrückt. Ja, das kann man fast gar nicht. Das ist einfach sehr dünn gedrückt, ja. Katze, Hund, Haus, Steg, Geldschein, Geld... Ja, das kannst du vergessen. Hey, bitte Ruhe, danke. Schneegeld. Also Geld, ja, okay. Was ist das? Schnee, ist es ein Schneemann? 8, ist es eine 8? Oh, unendliches Geld. Ja, das kannst du vielleicht schon vergessen. Unendliches Geld. Florentin, bitte Ruhe. Kannst du es irgendwie anders machen? Hm. Was gibt's denn mit Geld? Geld, Geld, Geld. Oh, es ist so entspannt, ne? Wenn man. Dann weiß, das ist völliger Quatsch. Aber wir hatten noch einfache Geld, Leben, Geld, Geldbank, Geldschalter. Nein.
Bankschalter. No. Was ist denn das? Das ist doch eine 8, oder nicht? Das die 8. Ach so, warte. Insel, ist das eine Insel? Geldinsel? Nee. Nein? Nee. Was? Ich check gar nichts. Antennengeld. Was ist das? Ja, tut mir leid. Ist leider nicht so okay, leicht. Das ist das T-Shirt-Motiv. Ist leider nicht so leicht. Straßengeld. Es ist eine Straße. Es ist Alien-Geld. Ihr habt noch 30 Sekunden. Das ist leider wirklich nicht so gut machbar. Geld. Falschgeld. Okay. Nee. Es tut mir leid, es ist wirklich ein bisschen unangenehm, aber es geht leider wirklich nicht anders. Gut. Was ist das? Das ist ein Mann, Gentleman, Geld, Millionär, Geld abgeben. Noch 10 Sekunden. 5. Geldübergabe. 2, 1, vorbei. Stopp. Was war das bitte? Hier ist es. Möchte ich selber sagen, ich hab's aufgehoben. Das war Schmiergeld. Oh. Ich habe das Messer, das Messer nicht erkannt. Eine Schraube, Schmieröl. Aber Schraube kriege ich nicht hin. Ich habe hier verschiedene. Das war schmiert irgendwas aufs Brot. Aber das war irgendein Getriebe. Bei diesem haarigen Ding. Das sollte ein Messer sein. Das hier ist Nutella, kommt aufs Brot mit einem Mensch, der es in der Hand hat. Aber Schmier kannst du einfach völlig vergessen. Tut mir leid. Scheiße. Es tut mir leid, aber wir kriegen das doch hin. Ey, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Überhaupt nicht. Ey, das ist ja. Schmier ist wirklich. Vor allem die Proportion von deinem Typen mit dem Messer. Ja, das funktioniert nicht. Okay, ja, okay, alles Donny klar. Ist dran. Okay, come on. Alles klar, jetzt muss ich natürlich. Sorry. Was? Okay. Dann ist Donny gleich erst dran. Und wir gehen kurz in die Pause und dann geht's mit diesem fantastischen Omos Playly weiter. Und ob ich einhalten kann, meine große Klappe? Ja, das ist spannend. Da bin ich jetzt mal gespannt, mein Lieber. Herzlich willkommen zurück zu Almost Playly. Am Tisch sitzt immer noch ein Traumcast. Hollywood hätte dieses Playly nicht besser besetzen können. Florentin ist noch da, Lisa ist noch da, Donny ist noch da. Ich bin immer noch da und wahrscheinlich eines der meistgeklicktesten Ungereimtheiten auf diesem Sender. Schmiergeld. Ja, schreibt immer in die Kommentare. Wie genau. Der Akt des Bestechens. Nein, Hashtag schwerer Begriff, scheiße gemalt. Der Akt des Bestechens, unmöglich zu malen. Ja. Das Verb schmieren, unmöglich zu malen. Ein Ölfleck zum Beispiel. Jemand, der ausrutscht. Erkennt man Ölfleck? Ist einfach ein Kreis oder was? Ich mal den Ölfleck. Das hier ist ein Ölfleck. Ja, forget it. Pizza, Palette, Steak, Pfütze. Auf gar keinen Fall. Okay. So. Ölfleck. Jetzt 2 Minuten für Donny, jetzt kann er mal zeigen, wie gut er zeichnen kann hier. So, soll ich lieber auf die Seite gehen? Ja, wahrscheinlich. Ich habe aber gemerkt, dass dann immer der Schatten über einem. Ach so. Und ganz kurz, wir haben noch 4 Tonnen Flipchartpapier, ne? Pass ein bisschen auf, bitte. Okay. Alles klar? Ich bin dabei. Ja. Alles klar. Scheiße. Und los. Go. Ah, Donny. Okay. Ah, okay. Ja, okay. Du schaffst das dann. Aha, schwerer Begriff. Sonne. Kopf. Ölfleck. Mensch. Ölfleck am Stiel. Penis. Frau. Kein Penis. Eunuch. Ja. Okay. Eunuch? Mega schwerer Begriff. Viel schwerer als Schmieröl, Schmiergeld. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich hätte das Wort halt leider. Ach, egal. Das ist ein Sofa. Mhm. Okay. Zweites Wort suchst du jetzt. Sofakissen. Sofa-Decke. Sofa-Bezug. Sofa-Polster. Sofa-Chipskrümel. Sofa-Krümel. Sofa-Krumm. Wie heißt das denn? Sofa-Ritze. Sofa-Ritze? Okay, also Sofa. Sofa-Krümel. Straße? Schmiersofa? Sofasteine? Sofa-Erde? Sofa-Kiesel? Sofa-Dreck? Sofa-Wurzeln? Sofa... Man isst es? Okay. Sofa-Chips? Snack-Sofa. Okay. Sofa unter der Erde-Krümel? man isst was auf... Sofa-Snacks?
Sofa. Sofa-Chips. Sofa. Britisch. Snacks und Großbritannien. Fish and Chips. Wie viel haben wir noch? 10 Sekunden. Ah! Ja. Sofa-Pommes. Recht leicht. Ja. Ja! Keine Töne, bitte. Naja, nein, ist erlaubt. Ja! Sofa-Kümmel, Sofa-Salzstangen. Ja. Tja, schade. Couch-Potato. Schade, Donny. Couch-Potato. Also, aber du warst halt richtig. Ja. Aber deswegen habe ich versucht, englische Flagge. Ja, verstehe. Ja. Also, Sofa hatten wir ja da. Ja. Ich war zu sehr. Und dann, das war eine Kartoffel. Donny. Ja. Ich habe gedacht, unter der Erde Kartoffeln. Ja, Donny. Donny, mal doch einfach eine Kartoffel. Mein Gott, Donny. Es ist doch nicht so schwer. Mal doch einfach eine Kartoffel. Das ist ja, eine Kartoffel. Stimmt, das ist eine Kartoffel. Jetzt haben wir es. Ja. Mhm. Das ist ja wohl genauso. Hallo? Bitte Sie, Herr Will. Okay, aber der jetzt kommt schon. Hey, du warst aber stark. Also, es war einfach. Das ist schwierig, du hast es ja fast begriffen, ne? Das wäre halt auch beim Ja, Kevin Englisch so. Ist schwer, ne? Das Couch, ist schon schwer. Du hattest ja schon Couch. Wie funktioniert das? Ja, nee, ich habe die ganze Zeit Sofa gesagt, deswegen Sofa, bin ich gar nicht auf Couch gekommen. Aber englische Begriffe sind schon fies, ne? Couch Potato, also wie soll man da drauf kommen? Mach ich ganz klar Rechtfertigung, Donny, der war wirklich schwer auch, Couch Potato. Ja, wirklich schwer. Ja, wirklich schwer. Das war ungefähr. Aber Eunuch hast du Hammer gelöst, ey. Da dachte ich kurz, okay, jetzt scheiße. Eunuch. Ja. Okay. Alles klar. Bist du bereit? Komm schon! Ja. 5 Punkte aufholen! 5 Punkte, die waren richtig schlecht. Das ist okay. Jetzt unsere Chance. Okay. Aber ihr habt 0. Wirklich? Tu es! Komm schon! Ganz Entspannung. Entspannung und Kreativität. Alles und klar, was haben wir hier? Was haben wir hier? Eine Box, eine Burg, eine Telefon. Was ist das denn? Was soll das sein? Entspannung. Magnet. Telefon, Radio, Call-In, TV-Show. Was sind das für Formen? Fuck you, Grani, was ist das? Zeichne bitte zumindest irgendwas. Was ja, ist das? Darf ich denn? Badewanne. Nein, darfst du nicht. Maximal Antenne, Fernseher. Fernsehgerät, gib mir irgendwas, Kollege, bitte. Fernseher, irgendwas. Fernseher, Fernsehknopf, Fernsehkanal. Gib mir irgendwas. Was soll das sein? Was ist das? Man sieht nichts. Pferd. Was ist das für eine Form? Oh, Lisa, das wird schon Home Run. Warte. Wurm, ist das ein Wurm? Pferdewurm? Nein. Pass auf. Ach, jetzt der Rahmen, jetzt hat er was. Fernsehen, ist das ein Rahmen, Bilderrahmen, abstrakte Kunst, Fernsehkunst, moderne Kunst? Ich weiß, was es ist. Ist Blumentopf? Badewanne, Pool, Wasser, Käfer. Ihr habt noch 30 Sekunden, Boys. Käfer. Ich möchte gleich, Zeit vorbei, raten einmal. Ich glaube, bevor es Fabian sagt, ich glaube, ich weiß es. Haus, Fenster nach draußen, Gefängnisinsasse, Orgie, Gruppenorgie, Gangbang. Oh, warte. Ruhe bitte, danke. 15 Sekunden noch. Kein Druck. Jetzt haben wir es. Kamerateam. Kamera. NDA! NDA, bonjour, Rocky Beans, TV, moin, Kino Plus, Late Night Show, Neo Magazin, Royal, Stefan Raab, Fernsehstudio, Talkshow. Wieso machst du nicht einfach jemand, der redet und dann Show? Okay, ich habe eine Frage an dich, Fabian Krane. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Das ist ein Schwanz. Ja, das sieht eigentlich aus wie ein Pferd. Und ein Schlagzeug drunter. Was ist das? Das ist eine Gitarre. Okay, wir hören auf. GG, alles klar. Sorry, das war almost bad. Das gibt keinen Sinn. Hey, also es ist ja wirklich unter aller Sau bei euch beiden. Warum hat der 4 Arme? Warum hat der Late Night Host 4 Arme? Gerade, wirklich, es sind die Grundlagen. Es sind die Grundlagen der menschlichen Anatomie, die fehlen. Was... Ja, ich mich vertan. Das ist die Kamera. Okay. Du kannst ja gar nicht mal. Okay, Leute. Aber Schlagzeug habe ich erkannt, muss ich sagen. Okay. Ich habe Late Night Show zu Lisa gesagt. Ja. Das hat man dann irgendwann erkannt, tatsächlich. Ich dachte kurz Gericht, aber. Wow, ey, geil. Ey, Lisa, ganz entspannt. 5-0. Ja. Einfach dran denken, das ist 5-0. Machen wir ganz locker. Ich gebe mein Bestes. Aber er dreht mich trotzdem da. Ja. Ey, eine Kamera kann man malen, Krane. Eine Kamera kann man malen. Das sah aus wie ein Fisch auf Stäbchen. Der malte eine Gitarre.
Okay, komm, weiter geht's. Ihr braucht ja auch die Zeit. Vielleicht wollt ihr noch aufhören. Ja, stimmt. Ja. Okay. Du bist ready? Ja. Komm, wir müssen die besiegen. Wir sind so fucking arrogant, okay, ey. Jetzt geht's weiter. Isa, ganz locker. So, was kommt jetzt? Erstmal sehe ich noch gar nichts. Hitler? Nazi? Hitler? Okay, ganz, das ist übrigens dein Hakenkreuz. Sie wollte kein Hakenkreuz. Hitler-Denkmal? Hitler. Hitler war richtig, ne? Oder? Hitler. Hitler-Fans? Hitler, also Nazis, würde ich jetzt halt denken. AfD oder sowas. Also. Hitler. Könnte das sein? Eine Gitarre? Nein. Holocaust? Holy crap, das wird echt düster gerade. Ich weiß nicht, warum wir so einen Begriff drin haben, Mann. Hitler. Boah, ich bin gerade. Hitlerjugend. Oh, sehr gut. Wow. Da denn so einen Begriff rein, ey. Wow, Hitlerjugend ist nicht schlecht, aber gut gemalt. Mit den Hüten auch. Vor allem, dass die alle so kleine Frisuren haben. Ja. Alpen? Berg? Was? Berg. Bergetappe, Berg, Baum, Bergwald, Berglichtung, Berg, was ist das? Ich sehe da eine neue Hand. Berghöhle, Bergsonne, Berg. 15. Okay. Berghütte. 10. Bergetappe, Bergturm, Bergfunkturm, Berg. Ja, das war schön. Ein Berghain. Berghain. Ja, das Berghain. Ein Hain. Holy crap, Alter. Eventuell Berghain. Das ist Berlin. Ja, aber okay. Mal im Techno. Ja, das ist der LSD und dann so. Und das ist eine Disco-Cool, oder was? Ja. Ich dachte, es ist ein Tanz. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Ball. So ja, es war sehr schwierig. Aber Berghain gut, dass du ist. Auf ja, aber trotzdem. Ey, Berghain ist unmöglich zu malen. Sorry, aber okay, krass. Ich hatte okay. Wir haben noch einen Zettel, aber wir können ja dann die Rückseite. Berghain als Lösung für Wäldchen im Kreuzworträtsel. Deswegen ach so. Bin ich da gerade drauf gekommen. Ja, aber ich bin viel zu dumm für so Wörter wie Hain. Das okay. Habe ich ja noch nie. Lisa braucht ihr eigenes Kreuzworträtselformat. Weil Lichtung ist das Gleiche, oder? Ist das Lichtung ist ja, Hain ist poetisch für kleines Wäldchen. Ah, okay. Gut. Aber er steht immer noch 6 zu 0. Ja, gut. Ja. Komm schon, Rani, ey. Ja, lass uns mal 2-3 Punkte holen, okay? Wir machen wirklich jetzt keinen. Step by step. Wir brauchen gar jetzt nicht den großen Sieg. Wir brauchen Stück für Stück für Stück. Wir kommen zurück. Seid ihr bereit? So, dann geht es jetzt okay. Los. Wir müssen nicht den großen Pimmel zurückkommen, würde ja indizieren, dass ihr schon mal da wart. Ja, leck mich. Kanne, Haus, Turm, Wachturm, Grenze, Vase. Vase ist gleich. Schon wieder Geldschein, teure Vase. Nein. Ich weiß, was es ist. Nein, bitte. Bleib hier. Das ist eine Vase. Nein! Es ist keine fucking Vase. Das ist ein Behälter. Du bist der größte Trottel der Welt. Sorry, aber komm schon. Fabian Krane, bitteschön. Jetzt kommen wir hier mal bitte zusammen. Geldschläger? Ist das ein Fabian Krane, bist du. Ja! Geldflasche. Flaschenpost. Nein. 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 Flasche ist im Haus. Nein! Flasche zu Geld. Ja, Flasche zu Geld! Bitte. Was wie ein Autounfall. Flasche zu Geld. Fabian Krane, bitteschön. Jetzt kommen wir bitte hier. Ruhe! Ja, teurer Whisky. Das ist doch nicht dein Ernst, aber das Mann. Das meinst du jetzt nicht wirklich ernst. Flaschentür, Flaschenzug. Flasche, ich würde sogar fast sagen, man kann es nur schlimmer machen normal. Eigentlich ist es ja. Total klar. Hä? Flasche, Geld. Das ist eine Flasche, das ist Geld. Ja, gut. So. Okay, was ist das in der Mitte? Das ist eine Tür. Nein. Ein Haus. Nein. Ein Laden. Nein, erfasst. Oh, die 3D macht es besser jetzt. Ein Gebäude. Nein. Diese Fahrkette. Komm schon. Ein Automat. Ja. Ein Flaschenautomat. Fabian Krane, was ist das für ein Automat, Mann? Ihr habt noch 10 Sekunden. Bierautomat, ja, den Getränkeautomat. Das kann nicht euer Ernst sein.
Ey, was ist los, Fabian? Das kann nicht dein Ernst sein. Vorbei. Okay, die Zeit ist also, komm mal. Sollen wir es alle gleichzeitig sagen? 3, 2, 1. Pfandautomat. Alter, Flasche zu Geld, sagst du. Und dann kommst du nicht auf Pfandautomat. Das ist also, auf jeden Fall echt ein krasses Desaster hier für euch gerade. Man kann es leider nicht anders sagen. Wow. 6-0. Okay, ich mach dann mal. Du machst dann mal. Brauchen wir noch Papier? Oh, ich glaube, das Ding. Ich würde es umdrehen. Ah, ja, das kannst du es aufklappen? Jo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, aber Team Spirit jetzt, Jungs. Jetzt mal rauskämpfen. Ja, hier kommt. Es steht nur 6-0. Eben. Flasche zu Geld, sagt er. Flasche zu Geld. Flasche zu Geld. Und dann kommt er nicht auf Pfandautomat. Okay, komm mal, weiter geht's, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen noch die Führung ausbauen. Komm, wir kriegen einen Punkt, okay? Wir schaffen das. Guck mal, Zeit. Du bist ja schon ganz doll am Schwitzen, Fabian. Sind die Sache, ich spiele das nie mehr mit. Danke, bitte. Nächste Runde reicht. Ich spiele das nicht mehr mit. Okay. So, also. Braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben, mache ich freiwillig nicht. So. Machen wir los. Gleich eine Werbung, danke. Geht's los? Alles klar. Ja. Los. Danke. Geil. Okay. Bisschen kniffliger jetzt. Sind wir vielleicht nur 4 Punkte diese Runde. Das ist ein Buch, eine Zeitung. Okay, ich lasse dich erst kurz mal. Das ist eine... Flasche zu Geld, Mann. Ich würde sagen, das ist eine Tageszeitung. Flasche zu Geld. Oder ein Brief. Was könnte es sein? Ist ein Vertrag vielleicht? Dokument. Briefmarke. Brief. Was ist das? Pfandbrief. Wie heißt das? Geldbrief. Aktie. Bitte Ruhe da hinten. Brief zu Geld. Wir haben gesagt, das ist ein Brief. Sind wir uns da schon einig? Geldbrief? Aktie? Sparbuch? Nee. Ich gebe dir das. Erbe? Vertrag? Vertrag, okay. Erstes Wort ist Vertrag. Okay, jetzt kommt das zweite Wort. Vertragssiegel. Vertragsurkunde. Vertragsbruch. Ja. Okay. Yes. Gut. Nice. Eins schauen wir noch. Oh. Hochhaus. Bank. Bankgebäude. Frankfurt. Börse. Bausparvertrag. Bausparvertrag, Bausparkredit. Bausparhöhle, Bausparhai. Ah, Kredithai? Wie heißt das denn nochmal? Investor? Wie heißt das? Finanzhai? 1-0. Immobilienhai. Ah! Mist. Aber du warst nah dran. Ich hatte es auf der Zunge, ja. Aber was sind das für Begriffe, ey? Das ist ja echt hardcore. Wow, come on. Ey, die war Vertragsbruch. Hammer. Finde ich gut. Ja. Ist schwierig. Mir fiel dieses Sonderzeichen nicht mehr für Paragraph ein. Das war zwei S untereinander. Ach, das ist das Ding hier, ne? So irgendwie, so. Ja, genau. Das fiel mir nicht mehr ein. Aber come on! Ja. Okay, lass alles hinter dir. Schreib alles ab, okay? Ja, okay. Einfach straight klar denken, klar malen. Ich sag dir 100.000 Begriffe, okay? Ich sag 100 Begriffe. Du musst mir nur ein bisschen helfen. Du musst mich in die richtige Richtung weisen. Und wir kriegen das hin, okay? Komm schon jetzt. Komm schon, wir holen Punkt, Mann. Kannst du mal kurz aufklappen? Dann machen wir mal neues Papier. Ich bin jetzt auch fast schon ein bisschen für euch jetzt die Runde. Come on. Okay, Fabian, du bist bereit? Ja. Okay. Dann sag, komm schon! Los geht's. Los geht's. Alte Bahner-Ehre. Lesen. Ratlosigkeit. Malen. Montagsmaler. Okay. Box. Haus. Automat. Flaschenautomat. Fischhaus. Christenhaus. Kirche. Kirche. Kirchgang. Messe. Heilige Messe. Karte. Kirchkarte. Kirchenspiel. Tarotkarte. Unendlichkeitskarte. Spielkarte. Fischkarte. Fischkarte. Yes. Okay, besser. Okay, cool. Hey, wir haben den ersten Punkt verdammt nochmal. Okay, alles klar. Okay. Hat er gut gemalt auch. Cool, okay, gut. Jetzt nur nicht aufhören. Viel früher erkannt als Florentin. Nein, scheiße. Wie eigentlich alle auch, wahrscheinlich Zuschauer auch. Ja, ihr macht das schon gut. Vielleicht zwei Begriffe machen können, Fisch und Karte, aber...
Okay, Baum, Tanne, Weihnachten, Weihnachtsbaum, Wald, Wald, Waldmeister, Waldmann, Forst, Waldforst, haben wir schon. Musst du nicht nochmal malen? Ja, doch. Okay, Wälder, Wald, Waldbaum, Tannenbaum, Tannenbaum, Baumschule, Baum, Baum, viele Bäume, Wald, komm schon. Waldkamera, Waldfilm, Dokumentarfilm, was? Wald, Waldkette, Wald, Lagerfeuer, Lagerfeuer, Wald. Ist gut gemalt, übrigens. Wir wissen es. Ja, wir glauben es zu wissen. Ja, ich glaube es schon. Lagerfeuer, Blair Witch Project, also okay, Kamera im Wald beim Lagerfeuer. Ja! Wo? Werwolf, irgendeine ja, Sendung? Ja, gut. Okay. Ihr habt noch 10 Sekunden. Wir dachten Waldbühne. Oder ich. Knochengelenk, Gelenkschmerzen. Scheiße. Und stopp. Vorbei. Arm drücken. Hey, Alter, 2 Punkte, Mann. 2 ey. Punkte. Richtig geil. Komm schon, Stück mehr für Stück, Mann. Stück Wochen für Stück zurück. Die hatten einmal Glück mit ihren 4. Ja, aber ihr hattet immer nur eine jetzt. Komm, wir kommen zurück jetzt. Na gut. Ja, wenn man, wenn hey, läuft, komm, langsam ran, okay? Und dich nicht trotteln okay, nennt, langsam, Stück für Stück. Stück für Stück. Nehmen alles zurück, wir kriegen das hin, okay? Mhm. Alles gut. Okay, jetzt macht ihr einen Schreberscheiß da. Hey, wir chillen einfach eine Runde, oder? Kannst du auch ja, schön mal. Los jetzt, hau rein. Großkotzig sein und dann noch hinterher verlieren oder so. Okay. Ich versuch schon weiter. Oder halt großkotzig sein und einfach schön großkotzig gewinnen. Das ist auch nicht schlecht. So, okay, macht mal. Okay. Zeit läuft, ab jetzt. Ihr werdet so verlieren, ihr arroganten Schweine, ey. Sowas von. Lass dir Zeit. Überleg erst mal. Das kommt hier von der Seite, hier, die Sabotage. Ah, ich weiß Schaufel. Es. Ich glaube, also, ich weiß das es. Zweite Ding ist auf jeden Fall Schaufel. Soll oder ich sagen? Ich Pflanze. Glaub, ich Tee. Pausentee. Apfeltee. Feuertee, Baumtee, Grüntee, Brennnesseltee, Wurzeltee, Ingwertee. Ja, gut. Ingwertee war es, oder? Ja. Schöne Ingwer, finde ich gut. Das gesund war, auch. Hatten wir gerade. Ich weiß nicht mal, wie ein Ingwer aussieht. Hä? Okay. Doch, wir haben einen Punkt geholt. Schöne ja. Ingwer. Ich stehe auf, das ist geil. Das ist eine Action. Wenn wir die einen Punkt kriegen, wir 2. Das ist noch 3, 4 Hotdog, Runden. Haben wir so. Schwein, Hund, Katze, Maus. Lama, das ist ein Sphinx. Ja. Die Sphinx? Sehr gut. Das war's. Ja. Das ist nicht dein fucking Ernst. Haben wir geil gemacht. Das ist eine Ente. Ich weiß genau, das ist die Nase, Alter. Ey, die cheaten doch. Nee. Guck mal, die liegen das offen. Das ist so lächerlich, setz die liegen offen da, die Zettel. Ja, ja. Kasperle, Kinder, Wichtel, Zwerge? Ja. Zwergenaufstand? Ja. Ja. Sehr gut. Ist doch einfach logisch. Geil. König. Krone. Jetzt ist aber auch mal gut, Leute. Irgendwas. Gitter. Burger King. Mütze. Elfenomanie. Sehr gut. Nice, hey, Alter. Das ist nicht euer Ernst, Mann. Auch geil. Mann, ey, ich weiß nicht mal, wie das aussieht. Der Hammer. Ah, Lisa ist einfach zu gut, Mann. Hey, Lisa ist der Hammer. Die ist an allem zu gut. Esel, Pferd, Schnauze, Pferdeschnauze, Nilpferd, Zähne, Pferde. Ja, stopp. Schnauze. Okay. Maulkorb war das. Maulkorb, okay. Ach, nein. Ach, Hammer. Aber sehr gut geraten. Lisa, geil, Alter. Hey, geil gemalt. Oh, das als Swings, ey. Das ist schon ja, wirklich beeindruckend. Das war richtig nice. Aber ich finde von uns beiden nice, ja, muss ich von, euch mal sagen. Nee, aber von dir vor allen Dingen nice. Ich bin da noch irgendwie. Und zwar hättest du wahrscheinlich die Nase noch so abgemacht, oder? Da hättest du die Nase so, wenn nee, ich hab die ganze Zeit überlegt, was das Besondere daran ist. So, und bin ich drauf gekommen. Ich hab wahrscheinlich eine Pyramide gemalt, aber ist ja, die hätte ich noch daneben gemacht. Nice. Du sagst 100 Wörter, okay? Du sagst einfach, du ballerst Begriffe raus, okay? Ich versuch dich zu leiten, ich krieg's hin. Wir hatten echt Pech mit den Begriffen. Genau. Wir hatten scheiß Begriffe, jetzt kommen normale Begriffe, jetzt irgendwie sowas Lames, wie die ganz Zeit haben, das kriegen wir hin, überhaupt kein Problem. 4, 5 Begriffe ballern. Okay, los geht's. Und das Wichtige ist, wir haben die Zuschauer auf unserer Seite, glaube ich. Ja, alles klar. So. Ja, ist natürlich immer so, wenn man gewinnt, ist man immer automatisch der Arrogante, ne? Wollen wir? Okay, seid ihr bereit? Dann geht es jetzt los. Ich bin es nicht so oft. Okay. Okay.
Ja, fuck you. Geil. Fabian, guck, okay, jetzt wird's ein bisschen abstrakt. Okay, bitte Fisch, nichts sagen, Rakete, Messer. Messer-Cut, Messer, Nee. Nee, nee, das ist Schwachsinn. Du kannst unten drunter malen. Okay. Ich kann zu schlecht leeren. Malen. Grünland. Ich kann zu schlecht malen. Radiergummi. Haus. Mausefalle. Gut. Falle. Nach oben fallen. Nein. Ah, ich weiß es. Nein. Denken. Baumfalle. Denken. Baum, was ist das? Aber das ist so, das Messerfalle. Das ist echt krass. Aber nur Falle, ne? Computerfalle. Computer, Cursor, Mausfalle, Mäusefalle. Nein, 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 nein. Maus. Das ist nah dran. Touchpad. Nein. Mauspad. Nein, 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 nein. Scheiße. Was denn? Aber es ist richtig gut, Florentin. Es ist richtig gut, Florentin, wirklich. Also es ist fair. Halt den Mund! Ich weiß, ja, ich glaube... Komm schon, bitte. Nee, da musst du auch einfach bei mir sein. Ja, ich bin bei dir, Florentin. Was ist das? Was ist das? Das ist eine England-Flagge. Genau, und jetzt vergiss sie und sag mir, was das ist. Maus, Mauspad, Maus... Du warst so weit, Mann. Einfach auf Englisch, Mann. Mäusefall auf Englisch. Nein, das hatten wir vorhin schon gesagt, bitte. Hier, was du da gesagt hast. Touchpad, Mauspad. Maus. Ja, das ist eine Maus. Mausefalle. Nein, und das auf nein. Englisch, oder was? Denk nicht an Maus im noch Sinne von Maus. Sekunden. Ach, Mann, ey. Immer diese drecksenglischen Begriffe, Mann. Ja. Clickbait, können wir bitte oder? Einfach fucking englische Begriffe lassen? Clickbait, ne? Es ist einfach zu schwer. Ja, also wie soll man darauf kommen? Ja, es ist Clickbait. Aber wie soll man darauf kommen, ja, dass es englisch ist? Das war, es ist gar nicht hämisch gemeint. Wirklich, ich fand es sehr gut gemalt. Wer vielleicht aber halt, du hast halt die Maus so groß gemalt, den Zeiger. Das ist so. Das habe ich nicht Clickbait, so gecheckt. Clickbait, aber wegen Falle, weil man. Eine Falle also, ist. Eine Falle, in die Falle ist. Locken halt, ja. So locken halt. Also die englischen Begriffe sind echt schon sehr schwierig. Wollen wir ab jetzt können wir zumindest einfach irgendwie uns auf diese fucking England-Flagge einigen oder ein E schreiben, wenn was Englisch ist? Ja, also England ist doch gut. Du opferst einfach 40 Sekunden, bis du diesen scheiß Union Jack gemalt hast oder irgendeinen Scheiß. Ja, also entweder E oder wir lassen die Englischen weg. Ja, oder wir lassen die Englischen weg. Ja, lassen die Englischen weg. Oder wir schreiben einfach ein E. Das wird aber dann nachher kontrolliert, ne? Nicht einfach wegschmeißen Englisch und dann steht da irgendwie Styroporhahn oder so. So, ihr seid dran. Ja, ihr seid dran. Ich mal, oder was? Sollen wir was? Weitermachen? Oh nein, nein. Im Kopf noch Zeit. Wir haben mehr Zeit, oder? Wir spielen länger. Wir gehen jetzt in die Werbung, Mann. Dann kommen wir danach. Wir kommen zurück, Mann, nach der Werbung. Wir gehen jetzt in die Werbung, danach kommen wir zurück mit einem fantastischen... Mir schwer. Herzlich willkommen zurück an diesem halbwegs fantastischen Tag, an diesem halbwegs fantastischen Let's Play Montagsmaler. Hey. Die Nerven liegen blank. Wir haben gerade diskutiert. Wir machen einfach länger jetzt. Wir holen auf. Wir holen jetzt auf. Jetzt macht ihr einen Streberkram da. Als coole Aktion finden, weil wir sagen, hey, das ist eine coole Einstellung, die ihr da habt, dass man die 10 Punkte noch aufholt. Finde ich cool. Dann los. 11. Steht jetzt aktuell 11-2. 11-2 ist kein Problem. Holen wir auf. Wir müssen uns nur ein bisschen aufhören. Wir müssen noch reinkommen. Das ist unsere Wohlfühlzone einfach. Fühlt sich einfach wohl zusammen. Okay, Zeit läuft. Wir hatten noch ein paar Sekunden zu viel davor. Ne? Da achtet jetzt genau drauf. Und los. Clickbait. Wie soll das gehen? Okay. Aber die haben noch nicht einmal gesagt. Oh, was für ein Scheiß. Das Kopf, ne? Ist ein. Ich meine das Wort Feuer. Krüger. Forget it. Komet, Asteroid, Erde, Feuerball. Wie heißt das? Urknall? Kometenschweif, Meteoroid, Armageddon. Ein Mensch, der einen Knopf drücken kann? Atombombe? Der Begriff ist auch so, ey, dem Christopher, dem der kriegt der Schelle von mir nachher. Tja, ohne Witz. Nicht alle so leicht. Der rote Knopf, Donald Trump. Bedrohung der Erde durch einen Kometen, Aluhutträger, Verschwörungstheorie?
Nur weil du ein schönes Indianer? A malst, kannst du dich trotzdem einfach ein A malen. Indianerzelt? Paris? Der Eiffelturm? Paris? Touristen? Weltalltouristen? Oh, wow. Ach, du schon, das ist super. Ja. Dritte Welt. Dritte Weltuntergang. Welt, ah, wie heißt das denn nochmal? Katastrophentourismus? Ja! Yes! Lisa! Das ist der Hammer! Dieser Begriff ist so eine Höllengeburt! Aber sehr gut! Oh. Ich hatte es tatsächlich auch schon. Okay, ah, das können wir schnell machen. Haus. Zieleinlauf. Verlierer. Niederlage. Gewinner. Zielflagge. Henker. Henker, Henkers Mahlzeit. Ja! Stopp! Yes! Ja! Yeah! Komm her! Brutal! Guillotine hier, dachte ich und so. Sehr gut. Aber Katastrophentourismus. Ey, Katastrophentourismus, Alter. Hammer. Da kann jetzt keiner was sagen, dass wir leichte Begriffe haben. Kani. Komm, die holen zwei Punkte. Also die holen zwei Punkte, wir holen drei Punkte. Die holen einen Punkt, wir holen zwei Punkte. Okay, die holen drei Punkte, wir holen vier Punkte. Ja, aber die holen keinen Punkt, wir holen zwei Punkte. So was in der Art. Ihr müsst das einmal entsperren, bitte. Huh. Katastrophen. Ey, hab ich geschwitzt gerade. Aber gut gemacht. Auf diese, die Typen. Sterben alle. Komm schon, Krane. Wir kriegen das hin. Konzentration, klare Gedanken fassen. Ja. Wir müssen eine Verbindung herstellen. Wir müssen eine Zeit mit den Begriffen, dass ich hier ordentlich malen kann. Okay. Ich brauche ein bisschen Zeit, ja? Alles klar, ich gebe dir ein paar Sekunden und dann müssen wir Punkte holen. Okay. Alles klar. Okay. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Dann alles klar. Ich jetzt los. Zeit läuft. Ach, das ist ein Zettel. Okay. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Steht 0 zu 0. Alles ist gut. Zweite Halbzeit steht gewinnt. 13 zu 2. Mhm. Auf das Tempo liegen. Ja, okay. Fenster, Zelle, Gefängniszelle, Raster, Sudoku, Tabelle, Tabellenkalkulation, Gitter, Netz. Hilf mir. Netz, Grillrost, Rost, Anschluss, Stadt, U-Bahn, Draufsicht, Google Maps, Landkarte, Wasserhahn am Fernseher, Wasserhahn, Wasserhahn am Schlauch, Wasserversorgung, Kanalisation. Was sind das für Striche, Mann? Kanalisation, Netz. Nein, du warst doch schon ganz nah dran. Ich bin mir nicht sicher. Wasserhahn, Wasserschlauch, Wassernetz, Wasserversorgung, Kanalisation, Stadtversorgung, Wasserversorgung, Wasserwerke, Stadt, Wasserwerke. Come on. Flaschenwasser, Leitungswasser, Trinkwasser. Nein, vergiss es, vergiss das. Ist das der Begriff Wasser? Sind wir jetzt bei Wasser gerade, oder was? Wasserrechnung, Wassernetz, Wasserkreis, Wasserkreislauf, Wasserpumpe, Wassernetz. Wasserhahn, Wasserbar, was ist das? Wasserbaum, Wasserbar, Wasserhahn. Aber ihr kennt es schon, oder? Ja. Ihr könnt dich beruhigen, ja. Wasserhahn. Das ist schon lang. Ein anderer Begriff. Nee. Hm. Wasserbahn, Zapfhahn. Ja! Ja! Gut, jetzt habt ihr noch 20 Sekunden für den nächsten. Vielleicht ein Bier mal, wenn das ist schlecht gewesen. Ein fucking Vielleicht Netz. Ein Bier. 10 Sekunden. Apfel, Apfelbaum, Apfelhunger, Apfel, Adamsapfel. Ja! Yes! Okay, komm, zwei Punkte, Mann! Eine Sekunde noch, so zwei Punkte. Sehr schön, Mann. Gut. Sorry, aber was geschieht hier? Das ist ein großes Fass. Ja, das hat man schon gecheckt. Ja. Aber die Frage ist, Fabian, warum warst du nicht ein Bier? Ja. In der Sonne. Biergarten, so Bier, dass er Bier hat, dann hast du eins. Und dann sagst du halt, ja. Ich hatte gedacht, dass hier Oktoberfest los geht's, Lisa, der auf kommt geht's. Doch aus München. Ich will ja auch helfen. Weil du kennst so früher, der ist so verkauft, der hat nur an Wasser gedacht. Er trinkt ja keinen Alkohol. Ja, ich war bei Wassernetz, ja. Weil ich immer nicht gecheckt habe, dass es ein Fass sein soll. So Wasserversorgung oder so ein Crap. Hätte er vielleicht ein Rohr gemalt oder so? Nicht irgendwie so ein Schinken? Das sah aus wie ja, Schinken. Ja, ich hätte einfach ein Rohr malen sollen. Du hättest einfach nicht und einfach ein Bierglas drunter malen sollen. Egal, weiter geht's. Also, wir haben 13 Punkte zu 4. Die holen langsam ein bisschen auf. Die holen so von unsympathisch. Daher müssen wir ist ein Aufstand. Ey, 2 zu 2. In der letzten Runde haben wir nicht ins Gute geschlagen. Eben. So, Lisa, tu es. Was? Das ist so unsympathisch. Und stopp. Und stopp vor allen Dingen. Los.
mich einliefern lassen, ey. Schwierig. Tablette, Tamagotchi, Pokémon, Dick, Sumo, Sumo-Ringer? Ja. Gut. Lächerlich. Was hat die gemacht? Lächerlich. So. Ente. Jetzt ist es eine Ente plötzlich, Mann! Vorher war es ein Sphinx! Ententeich, Enten. Jetzt sind sie lächerlich! Entenpark. Oh, wie geht das nochmal? Entenmusik. Entenfest. Musikente. Was ist ein R1 und 2? Okay. Kann sie dir nicht sagen, Bart. Entenbraten. Ententanz. Ja. Sehr gut. Sieht überhaupt nicht aus wie die Sphinx, das hatte ja Flügel diesmal. Ah, fängt schon mit dem zweiten an. und die nimmt gerade ins Bällebad. Feuer. Mhm. Lagerfeuer, Hasenfeuer, Osterfeuer. Ja, sehr gut. Osterfeuer, ja, ich glaube, es hackt Ostern. Einfach. Das Feuer, gibt Osterfeuer. Wir haben jetzt hier ein Treppchen, wir haben Schnaps, Whisky, Medizin, Glas, Karaffe, Behälter. Ich sehe, deine Hand ist im Weg, deswegen sehe ich nicht. Öffnung, Flaschenöffnung, Flaschenöffner. Aber bin ich bei Flasche in der richtigen Richtung? Alkoholvergiftung? Herbst. Alkohol? Fünf. Saufen? Stopp. Selbstmord? Stopp. Stopp, stopp. Tintenkiller. Schade. Tintenkiller. Schade, schade, schade. Trotzdem. Okay. So. Aber gut. Trotzdem, schöne Runde. Okay. Drei Punkte kriegen wir hin, kein Stress. Ja, komm, drei okay. Punkte macht er jetzt. Gar nicht. Okay, hey, wir haben vorhin zwei Punkte geholt, jetzt haben wir drei Punkte, beim nächsten Mal vier. Alles klar, kein ja, Problem. Alles klar, dann geht's jetzt los. Alles klar, gut, kein Problem. Kein. Forget it! Vergiss es! Ja, es ist keine Chance. Wolke. Wolkenbad. Wolke. Dürfen wir mit rein? Luft. Luft über den Wolken. Fallschirmsprung. Es ist wirklich unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Alter, okay, also. Wolken. Mal. Also mach mal. So. Wolkengesicht. Also. Thermodynamik. Nein. Wolkenkratzer. Wolke. Nein. Nein. Okay, nein. Ja. Also. Das sind zwei, sind keine Wolken. Doch. Doch, sind Wolken. Ist mega jetzt. Und dann? Ja. Und die sind in einer Klammer. Aber die Klammer ist egal. Unmöglich. Aber da ist es doch sowas wie ein Bad. Nee. Das ist eine Rakete. Eine Rakete ist in der Luft. Weltall. Crash gegen die Wand. Erstmal brauchen wir diesen Begriff hier. Ja, das sind keine Wolken. Doch. Ach so. Aber was ist dieser Begriff hier? Regenwolken. Nein, was ist denn dieser? Himmel. Aha. Himmel. Ah, ja. So. Himmelskörper. Oh, ich glaube, ich weiß. Ja. Himmelsfahrt. Himmelfahrt. Himmelsfahrt. Himmel. Einfach weiter. Einfach. Himmelrakete. Nein. Himmel. Bitte. Bitte. Universum. Nein, du warst da, mein Himmel, Freund. Himmel. Ja. Ja. Himmel, das ist eine Rakete. Du warst da. Bitte sag einfach das Wort nochmal. Ja, und jetzt weiter. Himmelfahrtskommando. Ja, war ein bisschen Schäden noch, ne? Ja. 10 Sekunden noch. Ich hab das aber. Ich hab's Alisa als Beweis. Ich hab das beim allerersten Ding oben gesagt. Ja. Nase. Okay. Eine Sekunde. Stopp. Was war das? Was ist es? iPad. Elefant irgendwas? Dickpick. Dickpick? Mal doch, da musst du doch den Schwanz andersrum malen. Keiner schickt doch einen Dickpick von seinem schlaffen Penis. Ach komm, aber Leute, Himmelfahrtskommando. Ey, jetzt ohne Witz, Florentin. Ja, ehrlich, du wusstest nach 3 Sekunden. Nein, ich aber weiß, ich möchte nicht angeben, aber, sondern ich möchte damit ja, dir das sagen, cool, dass du eigentlich das, den Ansatz gut okay, gemacht hast. Okay, du bist dran. Okay. Weißt du? Ja. Nach oben. Ach Mann. Oh, Himmelfahrtskommando. Wir gehen hier als Feinde raus, yeah, und. Ja, aber ihr findet wieder zusammen bei Rage. Genau. So. Scheiße, okay, Mann. Los. Komm schon, wie.
kriegen das irgendwie hin. Okay. Na, schwierig, ne? Also, eine. Das ist eine Öl. Kein Öl jetzt plötzlich. Steak. Steakmesser, Steakgabel. Shit, ey. Steak. Abendessen, Wurst, Fleisch, Grill, Fleisch. Fleisch. Grillfleisch, Dörrfleisch, Bratfleisch, Hamburgerfleisch, Kochfleisch. Man weiß es selbst immer schneller, wenn man nicht selber im Team ist. Ich kann mir das nicht anschauen. Kotzfleisch, Todesfleisch, Gammelfleisch. Ja! Gut. Uff. Bei ihm ist Uff, das lohnt sich. Bam! Also, das ist ein Geldschein, das ist eine Waschmaschine, das ist eine Röhre, eine Rakete, eine Klopapierrolle, ein Flugzeug, Luke, Fensterluke, Guckloch, Zug, ist ein ICE, ein Zugfenster, Zugfahrkarte, Zugticket, Ticket. Tickethaus. Tickethäuschen. Ja! Gut! Das mit dem E haben wir übrigens in der Werbung gesagt, das erlaubt, wenn es um ein englisches Wort geht. Nicht, dass sich jetzt hier jemand wundert. Okay, das geht schnell. Ach ja, das geht auf einmal schnell, ja. Spiegelei, ja, 50 Sekunden schlafen, träumen, Segelohren, Glatze. Stopp. Geheimratsecke. Ja. Ey, gut, war gut. War gute Wetter dabei. 2 Punkte, solide. Kriegen wir an. Jetzt machen wir 3. Kriegen wir an. Haben wir das eben schon gesagt? Englische Wörter mit einem E. Ah, aber Lisa ist auch echt stark, muss ich sagen. Ja, die ist ja super. Aber wir sind auch super. Ja. Ihr seid auch super. Wir kriegen das hin. Wir sind richtig okay, gut. Okay, komm schon. Und, hey, klare Begriffe, nicht zu kompliziert denken. Klar, ich gebe dir 100 Begriffe, du musst mir ein bisschen helfen. Und du musst mir ein bisschen Zeit geben. Ich gebe dir Zeit. Aber wirklich, wenn du ein Rechteck malen musst, dann brauchst du nicht ganz vorsichtig die Linien malen. Mach einfach ein Rechteck, okay? Einfach knackig. Es muss nicht schön sein, man muss nur erkennen, was es ist. Du kriegst das hin, wir schaffen das. Okay, los geht's jetzt. Jetzt los. Er kriegt 2 Sekunden um drauf. Ja, er kriegt er. No way! Er hat schon die Tränen in den Augen. Nein! Was ist das? What the fuck? Also auf jeden Fall seid ihr unterhaltsam. Ja, absolut. Komm schon! Komm, wir kriegen das hin, Mann. Abstraktes Denken. Jetzt werden wir alle hassen. Ja. Okay, Pferd, Hund. Okay. Pferd, Hund, Tiere. Tierisch, animalisch, Tier im weitesten Sinne. Kann keine Tiere machen. Kamel, Pferd. Pferd, Känguru, Lama, Giraffe, Zebra. Komm. Reh. Hirsch. Reh, Hirsch, Dreihorn, Einhorn, Hirsch, Pferd. Warte. Gib mir bitte irgendwas. Pferd, Pferde, Steppe, Steppenreiter, Steppenwolf. Ja! Alter! Wow. Okay, weiter. Nice! Das war das Beste. Steppenwolf warst du, oder was? In allen okay. Steppe. Okay, Panzer, Auto, Wolf. Autofahrt, Autobahn. Ferngesteuertes Auto, Gabelstapler. Ja. Yes! Komm schon! Weiter jetzt! Alter, die holen auf. 45 Sekunden? Ja, das ist einfach. Komm. Okay, Baumschule, Baum, Christbaum, Weihnachtsbaum, Baumschule, Baum, Tannenzapfen, Baumhaus. Yes! Komm, noch einer! Come on! Komm. Fernseher, Brief, Schlauch. 20. Karte, Landkarte, Google Maps, Einbahnstraße, rechts vor links. Verkehrsordnung, rechts. Fahrschule! Fahrschule. Was ist das? Fahrschule, MPU. Was ist das? Basketball im Fahrschulen, Karte, Fernsehhaus, Kinderschule, Kindergarten, Schule. Nein, Navigationsgerät. Komm schon, das war richtig geil, Mann. Richtig geil, Mann. 3 Punkte. Ihr holt aber auf. Es steht jetzt... Finde ich schön. 8 Punkte schon. 8 zu 13, Leute, das kriegen wir hin. Nein, wir haben 17 ins Ziel. Ja, okay, 8 zu 17 kriegen wir auch hin. Steppenwolf. Steppenwolf war der Hammer, ey.
Ich fand's auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil du einfach assoziiert hast. Wie willst du? Die Frage ist doch, wie willst du? Steppe. Ja, aber Wolf geht. Wolf geht, dann machst du eine Wolf mit zwei und dann irgendwas Wolf. Dann kommt man schon drauf. Wolf, aber wie willst du nichts zeichnen? Ja, aber mal lieber einen Wolf. Mit einer Steppenhexe. Okay, ja, okay, los geht's. Also, weiß nicht, was ihr. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich wirklich der unsympathische bin. Aber Kriegman, ey, 3 Punkte war richtig gut. 3,5, es waren fast 4 Punkte. Es läuft. Okay, Lisa. Komm schon, 8 ist nicht unmöglich. Ruhefühlzone, ab geht's. Warte. Los. Wow, ey, wir können es gewinnen. Es ist wirklich, wir können es gewinnen. Die Frage ist, ob wir es gewinnen. Berglandschaft, Berggipfel. Berg, Hütte. Berg. Ja. Berg. Ja, macht's zweite. Berg. Lasst euch Zeit. Berggipfel, Berg. Berghain, schon wieder? Nee. Bergfliege, Bergziege, Berg. Was ist das? Berg. Ui, ich sehe es gar. Ein Bergkatze? Bergnippel? Berg. Ich weiß nicht. Was ist das? Das ist ein Biber, Bergbiber? Bergbär? Bär? Nee. Bär? Warte. Du hast beim ersten auch schon so komisch, nur so halb ja gesagt. Ich weiß nicht, sind es Berge? Bärenfell? Bär? Bärchen? Bergaffe? Berg... Bergaffenfell, Bergfell, Berg. Bergriesenratte, ich weiß nicht. Bergbären. Was so da dran? Berg. Aber Berg ist richtig. Erstmal, als erstes Wort. Ja. Wie malt man das? Ich habe keine Ahnung. Bergtasche, Bergbaby, Bergfamilie, Bergbärenfamilie. Das sehe ich. Das ist. Oh, was sind das für komische Viecher? Das ist ein Affe. Bei einem Bergschimpanse, Berggorilla. Ja! Was auch immer das für ein Wort ist. Nur das sieht aus wie ein Bär! Ich weiß nicht, wie man aufmacht. Berggorilla, okay. Geil. Ich kenne. 8 Sekunden noch. Handy. Handy, Navigations-Switch. Stopp! Stopp! Ach, schade. Tinder. Tinder. Ein Punkt, gut gemacht. Aber was ist ein Berggorilla? Davon habe ich noch nie gehört. Ach so, aber ein Gorilla wäre vielleicht. Okay. Ich weiß nicht, wie man. Okay, komm, wir haben einen Punkt gemacht, wir machen 4 Punkte, das läuft. Ich bin da drauf gekommen, von daher war es okay. Aber kennst du das? Ich glaube schon. Mal gehört. Aber ist jetzt nicht ein geläufiger Brief, finde ich. Okay, und los. Ich bin heiß auf euch. Find's geil. Mal gucken. Okay. Leicht. Strich, Wanne. Wanne, Fluss, Flussverdunstung, Luftfeuchtigkeit, Wasser, das ist Wasser. Okay, Wasser steigt auf. Nein. Hitze. Nein. Hitze. Nein. Leute, Trinkwasser. Löffel, Wasserlöffel. Ach so, es ist eine Mahlzeit. Essen. Brei. Nein. Suppe. Suppenlöffel. Ah nee, jetzt kommt noch was dazu. Jetzt habe ich den Begriff vergessen. Ja, dann schau doch nochmal drauf! Den Begriff vergessen. Okay, easy. Suppenkrebs. Suppeneinlage. Froschschenkelsuppe. Nein. Schenkelsuppe. Was ist denn das? Hummersuppe? Nein. Nein. Krebssuppe? Nein. 1, 2, ja. Ach so, Suppengrün, Suppenhuhn. Gut. 40 Sekunden noch. Okay. Penis. Vagina. Po. Dildo. Penis. Hoden. Sack. Hodensackgerät. Hodensackklemm. Dildo. Hodensack. Spermien. Hoden oder Hodensack? Hoden. Hodensack. Komm, bitte, Fabian! Hodensack, Schwanz! Nein, das hier alles. Ja, das ist ein Maus oder ein. Ja, 3 Sekunden. Ein Tier. Oder sowas ähnliches wie eine Maus. Rattendanz. Und vorbei. Sackratte. Sackratte. Mann, fuck, Mann, ey, fucking 5 Sekunden mehr.
weil ich den scheiß Begriff vergessen habe. Ey, also, sorry, Fabian, alles gut. Aber wenn du sagst Sack und ich sage so, dann bitte geh nicht noch auf Hoden. Bitte. wenn ich sag Sack, dann bleib einfach bei Sack. Ja, ja. Dann haben wir Sack. Ja. Okay? Okay? Dann kriegen wir das auch hin. Ey, fünf Sekunden mehr werden im Punkt gemacht. Aber wir haben 1:1, das passt. Das passt schon. Es ist jetzt nur eine Herauszögerung der Entscheidung. So. Okay. Okay. Das ist kein schlechtes Huhn. Nee, ich hab's auch erkannt. Man hat keine Chance, ein lebendes Huhn zu machen. Ich hab mich eher so gedacht, Alter, das ist doch klar eine Suppe. Das hat man doch hier schon erkannt, dass es ich meine, ein lebendes Huhn ist, glaube ich, schwerer als ein totes Huhn. Deswegen dachte ich mal ein totes Huhn. Ich hab's erkannt. Und ihr holt ja auch tatsächlich auf. Wir holen auf. Also, komm mal, Zeit mal machen. Wir holen auf. Die Choken wie lange haben wir denn noch Zeit? Wie viel muss man sich jetzt auch? Wir haben noch eine Weile Zeit. Ja. 20 Minuten. Die Choken nochmal und dann machen wir 3 Punkte, dann haben wir das. Ja, wenn wir 5 Stunden machen vielleicht. Jetzt, komm. Geht's? Los, ja. Alles klar. Wie ernst es plötzlich wird. Das ist schon die ganze Zeit mega ernst. Ich hab's eigentlich jetzt. Komm, Mann, wir kriegen das hin. Okay. Alles möglich. Alles long term. Wir spielen long term. Alles gut. Die choken, die kriegen nichts hin. Donny hat Energie für eine Stunde, danach ist Bier durch. Dose. Das ist eine Dosenbeschriftung. Das ist eine Erde. Eine Wurst. Getränk. Mahlzeit. Wurst, Wasser, Wurst, Pelle, Wurst, Dosenwurst, Wurstdose, Wurst, Wurst, Kochwurst. Ja, komm, kannst du vergessen. Also, probier noch mal einen anderen Ansatz. Also Wurst ist irgendwas dabei. Ich probiere einen anderen Ansatz. Wurst, Wasser ist es nicht. Es ist... Frag mich nochmal. Wurst, was? Nee. Nick, wir sind hier nicht in der Therapiesitzung. Ja. Ich soll dich nochmal fragen? Wurst in der Dose. Beschriebene Wurst auf dem Teller. Ich glaube, es ist beschriebene Wurst. Bärchenwurst. Gesichtswurst. Wurst. Dosenwurst, Corned Beef, Wurstdip. Corned Beef? Lange nicht mehr gehört, den Ausdruck. Wurstwasseroberfläche. Komm. Okay, kann man ab. Leberwurst? Nee, also. Dosenwurst? Ich weiß nicht, was ich machen soll. 3, 2, 1. Ich versuche mal meinen Ansatz zu erklären. Ja. War das denn eine Ich will Dose? Den Inhalt dieses Glases dir klar machen, ja, dass man das auf eine Wurst macht. Ja, scheiße. Senf, oder was? Und dann wäre es Senfglas gewesen. Puh, wow. Hättest du eine andere Idee? Das ist super schwer. Das ist super mega schwer. Ich hätte, glaube ich, nicht das Senfglas gemacht, sondern eine Wurst und dann irgendwas drauf. Tube, Alter. Tube. Eine Tube wäre geiler. Deswegen dachte ich ja mit Messer da drauf. Und deswegen habe ich gemeint, nicht Wurst, weil du immer bei Wurst warst. Ach, egal. Ja, gut. Du bist die Punktemaschine, okay? Du machst jetzt nochmal 3, 4 Punkte wie gerade eben. Okay, wir sind gleich in die Werbung und dann gewinnen wir das Ding, verdammt nochmal. Bis gleich. Bis gleich. Fabi, du bist die Punktemaschine, okay? Wir haben vorhin 3. Okay. Willkommen zurück zu diesem Almost Playly an diesem fantastischen Tag und mit einem glorreichen Let's Play Montagsmaler. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Glas es steht gerade aktuell. 9:18 und Fabi, die Punktemaschine ist dran und wir holen auf. Los geht's. Also laut Flontings Logik machen die jetzt dreimal hintereinander 3 Punkte und wir dreimal hintereinander 0 Punkte. Und dann haben wir's. Ja. Perfekt. Und nach Flon, dann ist es ausgegangen. Dann geht's jetzt los. Los geht's. Okay. Kranz steht's. Locker, lässig, ganz ruhig. Klare Gedanken. Master vom Tisch. Einfache Gedanken. Alles gut. Steht 0:0. Wir kriegen alles hin. Du musst die nicht mal so sorgfältig langsam machen. Okay. Alles gut, dann sofort Boot, sagst du Trottel. Schiff, Teller, Schiff. Schifffahrtsreise, Kreuzfahrtschiff. Schiff, Flagge. Flagge gehisst. Schiff, Segel. Segelboot. Segel. Okay. Segelboot? Okay. Segelschiff, Segelboot, irgendwas in der Richtung. Zweites Wort, okay. Hauptsegel, Nebensegel, Hecksegel, Takelage, Seefahrer. Takelage? Segel. Was? Ah.
Mann über Bord, Segel, Schiff, Schiffmann, Seemann, Kapitän. Wenn man krank ist auf einer Reise. Seebär? Nee. Seeunglück? Bett auf einem Schiff, Schiffbett. Kreuzfahrtschiff, Wasserbett. Wasserfahrt. Traumschiff. Ja. Gut. War gut. Okay. Auch zwei schnelle. Haben wir alles. Kein Stress. Alles gut. Shit. Okay. Kein Stress, aber wehe, du brauchst Scheiße. Kein Stress. Alles gut. Okay. Alles gut. Okay. Ganz ruhig. Locker. Ist viel Zeit. Wir haben Zeit. Okay. Raketenstart, Silvester. Raketenboot, Raketenschiff, Raketen. Start. Raketenbohne, Rocket Beans, Rocket Beans TV, Raketen. Raketenwissenschaftler, Raketenteufel, was ist das? Raketen Kim Jong-un, Raketenmann, kleiner Raketenmann. Okay, entweder ist es das. Ja. Oder. Drei, Raketenmann. Zwei, eins. Raketenstart, Raketenwissenschaftler. Vorbei. Zeit vorbei. Ballermann. Ah, nicht leicht. Nicht leicht. Aber ein Punkt ist okay. Aber Ballermann, was ist das Zeichen? Eine Straße und dann. Sangria, einmal so Strohhalme raus. Ja, schwierig. Mallorca. Schwierig. Aber okay, ihr könnt auch direkt anfangen. Okay, gut. Ja, du? Ballermann ist nicht leicht, ne? Ballermann finde ich auch schwierig. Ballern ist schwer. Aber ich hätte eher eine Pistole gemalt, glaube ich, als eine Rakete. Aber Ballern ist echt nicht leicht. Los geht's. Ey, es muss nicht jede Runde Gold sein. Es muss nicht jede Runde Gold sein. Die machen wieder schöne Null, solide Null. Ich glaube, wir machen jetzt eine solide 4. Also der zweite Begriff für den Fall Geldschein, Schein, Geld. Okay, wo hat sie das denn her? Tagesgeld. Design denn her? Arbeitslosengeld. Schmerzensgeld. Ja, gut. Wow. Der weint? Schmerzensgeld. Scheiße. Sehr schön, Lisa. Hammer. Bank. Oh, wie macht man das denn jetzt? Bankkonto, Bankinstitution, Bankdarlehen, Bankgeist, Bankgeheimnis. Bin ich noch dran mit Bankgeheimnis? Ich weiß nicht, Bank, aber auf jeden Fall, ne? Bank. Das ist hier keine Talkshow. Bank, ja? Was ist das für ein Viech? Ja, das ist die Frage. Bankvieh. Bank. Bank. Konto. Bank. Ich liebe den zweiten Ansatz immer. Der Plan B ist immer der bessere. Bankkatze. Banktier. Warum die Fragezeichen? Warum sind die alle am Fragen, was hier los ist? Und warum grinst der? Warum hat der ein Geisterkostüm an? Bank. Geheimnis hätte ich jetzt gedacht. Bank. Krise. Scheiße. Aber bin ich bei Bank im Sinne von Finanzwesen richtig? Bank. Ja, das Bankwesen. Ja. Ah, ey-o. Hammer. Das sind Wesen. Bis man halb genau, gecheatet, kriegt einen halben Punkt. 30 Sekunden Punkt. Noch, komm. Kriegen wir den? Bankwesen. Ey, was ist das für ein Wort? Wie soll man das malen? So. Nee, du hast es einfach über Umwege. Du hast doch eben auch Ente. Ja, schon wieder eine Ente? Anstopp. Zwings? Twitter. Ja, Retweet war's. Retweet. Gut, sehr gut. Okay. Stark. Hammer, aber bei dem Wesen sehe ich schon wieder ein Motiv für ein T-Shirt. Bankwesen. Dieser grinsende Weirdo. Bankwesen. Okay, los geht's. Du gehst gleich immer hier hin, dann verdeckst du doch das Bild. Ich sehe da besser. Kamera. Okay. Strauch, Besen, Besen, Pfeil, Pfeil, folge den Pfeil, Pfeil und Bogen, Pfeil, Mensch, das ist ein Pfeil, Strecke, eins, Pfeil, okay, wir sind hier. Ja, das okay. ist ein Pfeil. Nein, das ist ein Prozess. Ach so, okay. Hallo? Naja, komm. Punkt. Ach ja. Ja, ich bin bei dir. Ich warte, also das wird zum Menschen. Nee. Ein Samen wird zum Menschen. Nee. Ein Weg, das ist ja irgendwie eine Fortbewegung. Eine Bewegung. Hast du einen anderen Ansatz, Florentin? Für mich. Und da ist ein Pimmel. Okay.
da sitzt ein Mensch im Raum. So. Und der wird stehend. So. Erregung. Nein, also vom Sitzen zu stehen, er richtet sich auf. Aufrichten. Und Penis richtet sich auf. Nein, nein. Aufrechter Penis. Nein. Aufrecht. Ja, ja, weiter. Aufrechter Gang. Denk doch bitte mal in einem gesamten Begriff. Ja. Was könnte es sein? Was könnte noch aufrecht sein, oder was? Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, leider. Das beschreibt dasselbe. Du warst auch schon da. Aufrichten. Nein. Aufstehen. So. Aufstehmännchen. Aufstehmensch. Und jetzt mach ein deutsches Wort draus. Steh auf, Männchen. Gut. Ich dachte Auferstehung oder Erektion oder so. Warum hat der einen Penis? Wahnsinnig schwer. Okay. Ah, er ist vorbei. Warte. Okay, komm, den geben wir einfach. Bonus. Nee, warte mal. Schritt, Marschgang, das ist doch so ein Paradegang, oder? Rücktritt. Rücktritt. Okay, alle dürfen raten. Trichter saufen. Vergesst das mal. Aber das ist marschieren. Warum hat er das Marschroute? Ja. Marschroute. Nee. Marschall. Warte. Marschkommando. Acht Steine. Marschbonbon. Marsch. Marshmallow? Elefantenmarsch. Ist das eine Hummel? Bienenmarsch. Bienenmarsch. Stachelmarsch? Stachelmarsch. Aufstacheln. Aufstacheln. Nee. Stacheln. Anstacheln. Nein, nein, du warst sehr, sehr nah dran. So ein Stachelhut. So, und jetzt muss man ein bisschen denken. Stachelmarsch. Aber du musst es so malen, dass man nicht denken muss. Das ist dein Problem. Aber es geht nicht. Es geht nicht anders. Stachelmarsch. Springerstiefel. Nee. Aufstacheln? Nee, das hat man schon. Ich würde so gerne den Chat jetzt sehen, was die Leute sagen. Ob die das. Triumphmarsch? Aber hier, achtet mal auf die. Parade. Stachel. Bienenparade. Nee. Komm, okay, sag mal. Stechschritt. Okay. Es ist schwer, ne? Komm, weiter jetzt. Wir haben noch 6 Minuten oder so. Okay. Also Stechschritt hätte ich nie im Leben hingekriegt, selber zu malen. Also auch. Nee, noch eine dann. Also jeder Stechschritt ist ein Scheißbegriff. Beide noch eine? Aber steh auf, Männchen, glaube ich. Ja, es ist schwer. Beide noch eine, okay. Also ich dachte die ganze Zeit aufrichten, weil du ihm bei Aufstehen immer so... Nee, wir müssen jetzt... Okay, los. Okay, unsere letzte Runde. Lisa will einfach jetzt richtig rein. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Okay. Lisa will Punkte kriegen. Okay, warte. Da ist alles noch möglich, ist alles drin. Warte. Wir machen noch eine gute 10er-Runde. Ja. Oh, das ist so aufreibend, und ey. Und los. Das ist so aufreibend. Boah. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Das ist ein Viereck. Du kannst aber überspringen, das, wenn du sagst. Gameboy. Gameboy-Spiel. Gameboy Advanced. Ja! Yes! Geil! Oh, Sphinx. Arsch. Also, Sphinx. Zweimal Arsch, Sphinx. Arschloch. Arsch. Arsch. Arschschrei. Arschdaumen. Arschkerze. Arsch. Warte. Arschflasche. Arschbenzin. Arschloch. Arschtumult. Arschauto. Ach komm, ey, das kannst du ja vergessen. Macho. Macho-Arsch. Arschmacho. Was ist der? Ein Rüpel, ein besoffener, ein Macho-Arsch. Ihr wisst, oder? Nee, keine Ahnung. Ich finde gut, dass der Typ lächelt, der Linke. Der ist gut drauf. Ja, komm, es ist. Ich glaube, ich komme nicht drauf. Ich glaube auch nicht. Macho, der. Ich kann nichts mehr. Also, du warst schon da. Ist es Kobi? Ich habe bei Macho bist ja noch. Ja, das ist eigentlich. Und das sind ja 2 Begriffe. 1, 2. Ja. Das vergisst. Hast du schon. Arschmacho. Macho. Naja, was. Komm, vergiss es. Arschprolet. Okay.
Arschprolet. Das ist kein Wort, Freunde. Das ist sinnlos. Arschprolet ist kein Wort. Das geht nicht. Okay. Du kannst nicht einfach zwei Worte zusammenhängen. Ich muss jetzt mal, ne? Ja. Also dafür aber warst du so nah. Allerletzte Runde. Ja, gut. Allerletzte Runde. Letzte Runde. Wir brauchen, wie viele Punkte brauchen wir? 10. Wir brauchen 10 Punkte, ja, also kriegen wir hin. Okay. Arschpunkte, um zu gewinnen. Okay. Ey, du bist echt ein Arschmacho. Ey, echt richtiger Arschmacho. Okay. Neues Platz. Echt ein Macho-Arsch. 10 Punkte for the win. Du bist echt ein Arschprolet. Okay, Florentin. Komm schon. Ey, 10 Punkte ist drin. Ist es drin? Ist drin. Okay. Wir haben auch schon mal 6 gemacht, also von daher das 10. Perfekt. Okay, dann geht's jetzt los. Greif zur Kanne, ja. Und los. Greif zur Kanne. Lisa drückt sich immer so gewählt, ja, auf Kanne und Hain. Ja. Im Hain greifen wir zur Kanne. Ja. Guck mal, er guckt schon gar nicht die ersten 10 Sekunden, weil er weiß, Fabian braucht erstmal 20 Sekunden, um die erste Linie zu malen. Es ist einfach. Okay, Papst, Hut. No shit. Englische Wache, britisch Buckingham Palace. GoPro, Hut auf dem Kopf. Was? Sind das Soldaten? Napoleon? Ist das, was ist das für ein Hut? Was hat er auf dem Kopf? Oh, scheiße, Leute. Ich sehe es doch jetzt schon. Das sind doch. Das sind keine 11 Punkte mehr, meinst du? Nee, ich sehe. Zipfelmütze. Zwerg. Zwergmann, Zipfelmütze, Zipfelkopf, Zwerge, Zwergenreihe, Zwergenaufstand, Zwergen, keine Ahnung. Andere, ähnliche? Zwerge, Gnomen. Gnomen, Kobold, Können wir mitraten? Aber denk mal mehr in die Comic-Richtung. Wichtel? Comic, Schlumpf. Ja. Das war's, nur Schlumpf. Okay. Comic-Richtung. Okay, jetzt Fernsehbegriff. Geil. Dispo. Prompter. Mikrofon. Ja. Reportage, Mikrofon, Reportage. Passanten verarschen. Außenreporter. Anderes Wort für Mikrofon, Keule. Handkeule. Ja. Ja. Oh, 13 Punkte. Geh auf! 20 Sekunden. Sherlock Holmes. Ja. Detektiv. Ja. Wow, nice. 4, übrigens 14 jetzt. 6 Sekunden noch. Komm, lass mal den Begriff durch. Lego, Legostein. Geist, noch mal von vorne. Tüte über den Kopf. Den machst du noch. Nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu. Alles gut, alles gut. Alles gut. Du musst das nicht so sorgfältig malen. Warte. Eure Zeit ist eigentlich vorbei. Aber ja, aber ihr den machen wir jetzt einfach. Ja, aber genau. Trotzdem nur, dass ihr Bescheid wisst. Tank, Zapfsäule. Ja. Tankautomat, tanken. Tankwart, Tankstelle. Ja, Tankwart. Tankwart. Hey, komm, du kriegst ihn. Mal. So, oh, dann haben wir also ein Endergebnis von Lisa verkündet. 21 Punkten zu 15. Herzlichen Glückwunsch. Hey. Ihr habt das richtig gut gemacht. Vor allem habt ihr noch richtig, richtig gut aufgeholt. Gutes Team. Gutes Spiel. Danke. Gutes Team. Ich werde nie wieder mit euch reden, aber ich finde, es war ein schönes Spiel. Ja, und liebe Leute, spart euch die Kommentare. Ja, ich werde nie wieder im Montagsmaler sitzen und mit euch spielen. Keine Sorge. Wir waren nicht so schlecht. In dem Endergebnis. Ihr habt ja richtig gut noch aufgeholt. Im Endergebnis waren wir echt nicht schlecht. Wir haben uns, glaube ich, echt nur von der ersten 4:0 einfach super nach hinten werfen lassen. Ja. Ja. Dann haben wir zweimal nichts gebracht und man wirbelt sich so rein in so eine Spirale. Aber ich glaube, genau. Im Endeffekt, ey, schreibt Revanche? Ja, vielleicht Revanche. Machen wir eine Revanche, genau. Bei euch will ich besiegen, ihr beiden. Hey, Hashtag Revanche, schreibt in die Kommentare. Ja, schreibt mal, genau, das in die Kommentare und schreibt auch mal, ja, was davon jetzt ein T-Shirt motiviert, ob es jetzt die Kartoffel oder dann doch lieber der Steppenwolf. Oder dieser Arschmann, den fand ich eigentlich ganz gut. Mach's gut, Leute. Komm, mit dem Bild enden wir. Warte mal, wir enden mit dem Arschmann. Der Arschmann. Hey,